Okay, oben rechts, unten okay, links. Okay, alles klar. Oben links. Ja, hab ich. Aber wir müssen ja erstmal den Strom anmachen wahrscheinlich. Ja, dann mach mal den Strom an. Gut, so. Dann jetzt machst du die Folge. Das. Ah. So, fertig. Dann mach jetzt ich hier Dampf. Und ich mach den roten Schalter rum, oder was? Warte, lass mich das erst. Warte, das dauert. Ja, sag Bescheid. Jetzt. Warte. Oh Gott, dauert das lange. Ah, okay. Das war zu. Nein, ging. Das hat müssen wir das gleichzeitig machen, vielleicht? Nee, also du musst schon davor stehen, würde ich behaupten. Und sobald das rot leuchtet, musst du anfangen. Das dauert zu lang. Ich war noch nicht mal beim Viertel. Oh. Von dem. Der Schalter dauert ewig mit Umlegen. Okay, dann ist das. Okay. Wir müssten rausfinden, okay, wie lange es dauert, bis der Strom wieder ausgeht, vielleicht. Lass uns nochmal kurz gucken. So, das ist klar. So, dann kommt der Dampf. So, ich glaube. Okay. Vielleicht ist es auch egal, ob das gleich ist oder nicht. So, dann dreht sich hier nochmal was. Genau, das Ding hinter dir. Dann fängt der Glühding an zu drehen. Ach nee, warte mal, wir müssen dann irgendwas noch umwerfen, umlegen. Können wir irgendwas hier oben drehen noch? Nee, das wäre dann durch. Hier müssen wir ein Ventil aufmachen dann. Hinter dem Pinken. Ja, guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Hier müssen wir dann dran. Ah, ich glaube, das dran ziehen macht den pinken Dampf vielleicht. Warte, wir müssen das nochmal gucken, glaube ich. Okay, es fängt neu an. Blitz. Blitzelt? Chat, passt mit auf. Gleichzeitig ziehen. Okay, gleichzeitig ziehen, schreibt Janik. Gleichzeitig ziehen? Was gleichzeitig ziehen? Die Hebel. Achso, können wir probieren. So, dann kommt der Dampf. Die müssen wir gleichzeitig ziehen. Ja, die sind ja auch eigentlich gleichzeitig. Guck mal, die. Ach so, sogar. Ach ja. Okay. So, dann dreht sich das Ding. Aber was ist denn das hier für ein Rad? Wo ich das ja auch. Nee, das ist einfach hier zum. Sobald sich das hier dreht, hier hinter mir das. Genau, das ist das Ventil. Genau, das ist Ventil. Und dann. Und jetzt dann ist hier diese Glühfeder. Die Feder, die jetzt hinter dir ist. Und da müssen wir dann. Dann müssen wir den blauen Hebel und. Du musst dann aber wieder. Ziehen. Und den Schlüssel und ziehen. Ach du Scheiße. Blauer Hebel, Schlüssel und ziehen. Wahrscheinlich Schlüssel zuletzt oder sowas, keine Ahnung. Ach du Kacke, okay, versuchen wir es mal. Ja, mit Schlüssel fängt es aber an. Schlüssel ist hier jetzt gerade die erste Folie. Ah ja. Genau. Aber Schlüssel war eben noch bei der letzten. Ja. Den müssen wir wieder umziehen. Brauchen wir noch eine Person? Kann noch jemand joinen, bitte? Können noch fünf Leute joinen? Wir brauchen noch mal ein paar Leute hier. So. Jeder schon mal an einen Hebel stellen. Let's go. Okay. Gut, ich lege um. Ja. So. Warte, ich bin am Hebel und drücke jetzt. Hab ich die anderen Sachen schon wieder vergessen. Ich auch. Aber wir gucken erstmal, ob jetzt müsste ja da. Ja, jetzt dreht sich das Ding. Jetzt braucht irgendwas mit Ventil, oder? Genau, ich mach's wenn. Ich hab's schon, Aber ich glaube, wir müssen bestimmt wieder zwei Sachen gleichzeitig machen. Weiß ich nicht mehr. Das dauert ja alles ewig. Hebel ist umgelegt. Ja, Pika Dampf kam. Und dann muss man den blauen. Ah, das war zu spät jetzt. Sobald der pinke Dampf kommt, müssen wir den blauen Hebel umlegen, damit sich die. Ja, bei dem blau. Das war ja schon das letzte. Warte mal, hier nochmal gucken. Das dreht sich. Was ist denn das oben rechts? Warte, oben rechts. Das ist das hier, guck mal. Das ist das. Was, das musst du drehen? Ah, dann schlägt das okay. Oben an. Das müssen wir noch machen. Alles klar. Welch, okay. Machst du den Hebel und ich mach das oder anders? Ich mach das wieder, ja genau. Ich mach dann das Ventil und du drückst das Ding ran, okay? Okay. Okay, bereit? Ich bin dabei. Jo. Let's go. Jetzt. Warte, Hebel und jetzt. Jo. Warte, ich drücke schon. Ich gehe jetzt als nächstes zum Kippschalter und du zu dem Ding, was man randrückt. Ja. So, ich halte. Dauert ja, einen kleinen Moment. Ich halte genau so. Halte. Was kommt als nächstes? Ich glaube, irgendwas mit ziehen. Ja. Und jetzt, glaube ich. Ziehen und Schlüssel drehen?
Und blau, 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 blau. Ach fuck, ja, blau, 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 blau. Wir haben es, glaube ich. Kann ich mir kaum vorstellen. Ah doch, ja, tatsächlich. Was passiert? Hä? Wir haben den blauen gar nicht gezogen. Ja, ich habe einfach den Schlüssel gedreht und es hat funktioniert. Naja, auch nicht schlecht. Ja, boah, geil, also. Das ist der geilste Safe, den ich je gesehen habe. Ja, das ist schon schick. Pass auf, jetzt kommt der Typ dahinter. Warte. Vielleicht nicht nur einer. Vielleicht lernen sie eine ganze Familie. Das ist natürlich ein Argument. Cool. Ja, okay. Kennt jemand schon von euch das Spiel eigentlich, Chat? Das ist ja relativ neu. Das kam erst vor 2-3 Wochen, kam das erst raus. Kennt das schon jemand? Also, habt ihr schon gesehen? Oder seht ihr das jetzt zum ersten Mal? Nee, noch nicht. Ah, Jenica noch nicht. Okay. Nice. Ich glaube, wir müssen einmal die Zahnräder wieder hoch. Fehlen hier noch. Ich glaube, wir hatten noch eine Tür da oben, oder? Ich guck mal. Und hier noch die Zahnräder. Warte mal, ein Zahnrad hast du. Kannst du das schon hier einsetzen, das Zahnrad? Hab ich noch eins? Ich hab doch eins hab ich dran gemacht, auf jeden Fall. Ach so. Oder? Nee, ich hab keins. Hab ich nichts gesagt. War hier nicht irgendwo noch irgendein... Theoretisch hätten wir noch ein... Okay, ein paar Gegenstände von den vorherigen Spielen sind überall versteckt. Ich habe einen einzigen Ausschnitt gesehen. Okay. Nee, heute first time. Oh, nice. Oh. Also ich muss sagen, first look gefällt mir. Also so der erste Blick. Jo. Schon mal sehr cool. Und es kam noch nichts mit Fahrstühlen. Das finde ich sehr sympathisch. Gut, jetzt ist die Frage, ob du das als Fahrstühle zählen kannst. Nee, das ist aber nicht so schwer wie das Fahrstuhlrätsel bei Forever. Together meine ich. Das stimmt. So, wir hätten noch den Wandteppich, der genau, geklärt ist. Genau, das ist noch. Und da hinten ist noch eine grüne, zue Tür. Guck mal. Ah, da gucken wir nochmal hin. Wie kommen wir denn da hin? Ja, aber wie kommen wir da hin? Da hoch? Warte, hier drüben. Nee. Über den anderen Fahrstuhl. Achso, wir brauchen noch einen roten dreieckigen Schlüssel. Warte mal, Kotz. Wir brauchen noch einen roten dreieckigen Schlüssel. Ah, nee, das geht. Fährst du gerade rüber? Ich dachte, der fährt straight rüber. Oh, ich dachte, den hätten wir noch nicht. Oh. Nee, okay, warte. Oben. Wir hatten doch oben noch die rote Tür, die mit dem dreieckigen Schlüssel. Die führt nach noch ein Stück höher. Das heißt, wir bräuchten noch einen roten dreieckigen Schlüssel. Einen roten dreieckigen Schlüssel. Achso, das war das Buch, was du vorhin gemeint hast. Einen roten dreieckigen Schlüssel. Ich guck nochmal runter kurz. Ja, also der kann eigentlich nur unten liegen. Entspannt. Der kann eigentlich nur unten liegen, weil wir ja alles sonst hatten. Ja, oder irgendwo ist noch ein Zahnrad versteckt. Ah, warte mal, da ist doch noch eine Tür. Da geht's doch noch hoch. Kommt man denn da hoch? Ah, das ist der rote dreieckige Schlüssel wahrscheinlich, ne? Würde ich behaupten. Ja. Check. Okay, hier ist noch eine Tür, die ist aber, da kommen wir von der Seite nicht rein. Okay. Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Ja. Ja, ich verstehe das Problem. Mit dem roten, roten Schlüssel. Dass man auch die Werkzeuge nicht nehmen kann, ist schade. Ach! Ich habe eine Tür gefunden. Roten. Okay, ach nee, die erleichtert uns nur hin und her zum Navigieren. Hi. Wir können jetzt hier lang. Ja, genau, da habe ich mich vorhin überlegt, ob die überhaupt aufgeht. Ja, okay, aber dann können wir hier schon mal, nice, da können wir hier schon mal rüber. Achso, warte mal, wir können doch. Ach nee, springen, hier rüber geht nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können doch springen, das wurde uns doch extra beigebracht. Kann man irgendwo springen? Wow, wir sind einfach bescheuert, Alter. Was denn? Oder? Die geht nicht auf. Das war die, wo ich eben gesagt habe. Ich dachte gerade, das wäre cool gewesen. Nee. Aber, kann man da rüber springen? Nee, kann man nicht. Da ist eine Wand. Doch. Wait, da kann man rüber springen, aber hier kann man. Guck mal, hier. Nee, kann man nicht. Okay. Hier ist eine Wand. Nee, alles gut, vergiss es. Hier ist auch eine Wand. Das hätte mich jetzt schade. Gemacht.
Bei Fahrstuhl muss ich immer an den Psychologen denken. An den Psychologen? Meinst du diesen Netflix-Film? Hier, wo die Olle zum Psychologen geht und lässt sich hier, hypnotisieren und sowas? Mit der Katze, ach so. Ach, in Sound Mind, du meinst das Spiel. Ach so, ich dachte, du diesen Film, weil den hab ich letztes Mal gesehen. Da gibt's auch so einen Netflix-Film mit so einem Psychologen, der irgendwie denen das Leben schwer macht. Oh. Sagen wir es mal so. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zahn. Zahn? Ein Zahnrad. Ich hab noch Zahn hier. Leon? Hm? Wir haben einen Hebel gesehen. Geil! Ich will aber auch mitfahren, wieso wartest du nicht auf mich? Und achso, hier brauchen wir den grünen Schlüssel. Ja, perfekt, dann komm. Ah, gut, dass ich den. Haha, ich geh jetzt weg. Tschüss. Fuck! Pech gehabt. Der einzige Schlüssel, den ich nicht hab. Vor allem musst du den Fahrstuhl runterlassen, ich komm nicht mehr rein. Oh, da kann immer nur einer gleichzeitig fahren, wahrscheinlich. Nee, ich denke mal, wir können gleichzeitig fahren, aber du musst wahrscheinlich. Du musst ihn wahrscheinlich steuern. So. Ja, das wäre ja zu einfach. Ich konnte nicht rufen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck mal, hier können wir uns auch Sachen hin und her geben. Mhm. So, ich mach mal auf. Mhm. Oh. Ah, jetzt kommt der Wandteppich. Ah, ja. Jetzt kommt ach, der Wandteppich. Ach, und du, Kannst du oder soll ich? Ich geh rüber, du hast Finn beschrieben, ich geh rüber. Okay, sehr gut. Dann komm. Bringt also doch was, die Musik ab und zu hören. Die Musik? Mir war gerade der Name entfallen. Ja genau, in Sound Mind heißt das Spiel. Oder hieß das Spiel, haben wir ja schon durchgespielt. Die Musik, sorry Kate, inwiefern meinst du das gerade? Haben wir irgendwas auf die Musik gehört? Nee. Irgendwas mit Musik gesagt? So. Oben links das? Ja. Zeigt nach unten rechts. Ja. Rechts das? Also oben rechts ja. Das? Zeigt nach Moment, rechts. Moment, das sind andere Punkte. Das sind jetzt nicht drei Punkte, oder? Bei das dir sind oben vier. Rechts. Ja, warte mal. Ach so, was hast sind du drei links, Punkte? Wie viele Punkte? Was hast du oben links? Wie viele Punkte? Fünf. Ah, da habe ich nämlich sechs. Mach mal das sechs mit sechs Punkten. Sechs Punkte ist ganz nämlich oben. Auf zwölf, gell? Nach oben. Mhm, genau. Und jetzt drei Punkte? Ist nach links unten. Ja, jetzt mit fünf Punkten. Vier Punkten? Nee, fünf Punkten. Jetzt habe ich's. Fünf Punkte ist unten rechts. Und das mit vier Punkten. Das ist rechts. Ja, nice. Sehr schön. So, jetzt habe ich nämlich einen roten Dreieckschlüssel. Ah, mit dem kannst du da auch den anderen Fahrstuhl. Cool, du musst wieder meinen Fahrstuhl hochbringen, sonst komme ich hier nicht weg. Ah. Also, ich habe hier Knöpfe, aber ich kann die nicht drücken. Well. Wait, come on. Ah, warte mal, ich kann dir aber auch hier was geben, oder? Ja, hier. Aber ich bin doch nicht blöd, dann lässt du mich nicht auf. Ich bin doch nicht lebensmüde. Das kannst du aber schön vergessen. Ja komm, gib mir den Schlüssel. Nein, okay. Ich komme hierher. Okay, ich tu hier dir doch Schlüssel, nichts. Ja. Wir kommen alleine eh nicht weiter. Viel Spaß. So, ich bin jetzt der Schlüsseldienst. Na, viel Spaß beim Aufschließen. Würdest du mir den roten noch geben? Scheiße! Ich dachte, du läufst jetzt zur Tür und kriegst nicht mit! Mann! Nee, den roten gebe ich dir erst, wenn du meinen Fahrstuhl wiederholst. Ich will nämlich mitnehmen, was da hinter der Tür ist. Ja, ein anderes Minecart. Das ist nicht ja, anders. Ja, da will ich mitfahren. Ich will zusammen mit dir fahren. Aber wir können da nur einzeln fahren. Sicher? Ja. Haben wir schon ausprobiert. Hi. Danke. Okay. Bitte. So, wo ist es? Oben, gell? Jo. Wir können auch beide reinkommen. Hey, wo bist denn du? Oh, wow, du bist den anderen gekommen. Okay. Ich fahr Minecart. Ich glaube nicht, dass wir. Okay, warte, wir können es gerne probieren, aber ich glaube nicht, dass wir beide reinpassen. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Aber es wäre lustig. Komm rein. Warte, wo bist denn du? Hier. Das geht wirklich. Ja? Ja, dann, okay. Ich sag doch, das geht. Ja, was weiß ich? Ich stehe halt in dir. Das ist okay. Das ist okay.
Ja. So. Okay. Juhu! So. Letzte Etage. Übrigens brauchst du jetzt den grünen Schlüssel. Ich hab dir den schon gegeben, weil du den gleich brauchst. Ja, ja, genau deswegen. Ja, natürlich. Ja, wirklich, ja, ja, ja. Wirklich. Natürlich. Hast du das schon gesehen? Ja. Oh, das war ein großes... Oh, müssen wir das... Wir müssen das beide nehmen. Hier braucht man den gelben Schlüssel, nicht den grünen. Oh, jetzt kann man nämlich runter und das Zahnrad einsetzen. Check. Okay. Ich kann's doch nehmen. Hier ist eine Uhr, die zeigt auf 9. Oh Gott, ist das schwer. Ich muss kurz mal... So. Was zeigt ihm auf dem 9? Ich hab grad genossen. Genießt. Ich hab nicht geschafft, mich rechtzeitig auszublenden. Die Uhr, die Standuhr zeigt auf dem 9. So, das komm, Zahnrad wir machen, wir drehen mal hier. Ich hab's schon reingemacht. Ah, wir ziehen das jetzt passiert. Eine Box hoch. Ja, genau. Da drüben ist ein Vogelkäfig. Also. Ah, jetzt kommt mein Lieblingsspiel. Okay. Nein! Jetzt kommt mein Lieblingsspiel! Lass mich raus! Ich wollte nicht! Nein, das wollte ich doch nicht! Lass mich raus! Jetzt kommt mein Lieblingsspiel! Muss das jetzt alleine weitermachen? Muss ich jetzt hier drin tanzen? Oder? Okay, nee, alleine kann ich das leider. Ja, tanz, Leo, tanz! Komm, Geld her, los, komm! Klar, Hartgeld aber hier, los! Oh, hier ist ein Push-Button! Ein roter Knopf! Wag's dir! Wag's dir, was auch immer das bedeutet! Ja, also ich entweder geht nicht. Der Boden auf und du fällst runter oder du wirst drüber geschmissen. Da unten ist Lava. Oder was ist das? Ich glaube eher, das Ding zieht dich nach drüben, wenn ich da drauf drücke. Meinst du? Probier's aus, komm. Hilfe? Hast du was gedrückt? Vielleicht. Tschüss. Oh. Tschüss! Hier ist es auf einmal grünlicher. Es ruckelt. Ja, er lädt mal. Und die Tür aber geht bei zu. Bei dir war noch eine Tür, aber... Bei mir war noch eine Tür? Bei dir war noch wirklich eine grüne Tür auf der anderen Seite. Dann kann es sein, dass ich da jetzt durch muss, weil wir sind nicht mehr zusammen jetzt. Ach, oh nee. Ja, aber meint die Plattform bewegt sich nach oben gerade. Ich habe einen Kompass. Das sieht mir wieder verdammt nach einem Zeiträtsel aus. Meine Plattform bewegt sich gerade nach oben. Entweder damit ich einfacher hin und her komme jetzt. Oder weil du gleich tot bist. Nee, ich glaube, das ist jetzt gerade... Die Treppe verbindet sich hier gerade zu was anderem. Ah, ich muss hier weiter. Hier war noch eine grüne Tür, meinst du? Es gab doch auf der anderen Seite eine grüne Tür. Kann aber auch sein, dass das weiter unten jetzt wieder war. Weil ich glaub, wir sind jetzt ziemlich weit oben, oder? Ist es nicht die du zuletzt aufgemacht hast? Nee, also bei wo du ursprünglich gestartet bist, auf deiner Seite, da war noch über dir eine grünere Tür. Eine grüne Tür, die wo wir noch nicht waren. Okay, dann würde ich behaupten, dass wir da jetzt nicht mehr hinkommen. Okay. Was auch immer das war, keine Ahnung. Nee, also damit sind wir doch auf alle Fälle bei mir gefahren. Nee, da waren wir nicht, glaube ich. Ist das nicht der Schlüssel, den du aufmachen musstest? Das werden wir wohl nur erfahren, wenn wir uns nochmal das Video bei dir auf dem YouTube-Channel angucken. Ja. Das tut mir aber leid. Naja. So, ich habe auf alle Fälle bei mir einen Kompass. Ich gehe erstmal durch den roten N. Einen roten N mit Pfeil zum roten N und ganz viele komische Hieroglyphen. Ich habe Angst. Ich höre. Dancing Demons, schönen guten Abend. Ihr müsst die grünere Tür nehmen, genau. Glaube ich, höre ein Atmen oder so. Das ist immer gut, wenn man ein Atmen hört. Und vor allen Dingen neben dir keiner steht. Erstes ein Atmen. Okay. Aber ich weiß auch gar nicht, muss ich hier irgendwo weiter? Ich komme gar nicht weiter. Ich muss hier, glaube ich, jetzt irgendwas mitteilen. Oh, ich habe ein bisschen Schiss. Das ist eine Guillotine, diese Musik das auch. Ist schon mal schick. Wo bist denn du?
Ich bin in einer Mischung aus einem Wohnzimmer und einer Folterkammer. Folterkeller. Ah, sehr gut.